Hallo, schön, dass ihr weiterhin dabei seid bei Let's Play Zelda Breath of the Wild, mittlerweile Teil 49. Wir haben uns durch den Titanen der Wüste hier durchgebracht, ja, haben das gelöst und sind jetzt hier kurz vor dem Boss. Wie heißt er? War Naboris, genau. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, was hier so rauskommt. Ich habe jetzt noch nicht gekocht oder so, weil ich zuversichtlich bin, dass wir, egal was da rauskommt, das vielleicht direkt packen, und wenn nicht, müssen wir halt gucken, dass wir nochmal kochen gehen. Mal schauen. Das gefällt mir nicht so.
Ah, das war aber nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Du bist so blöd, du Typ! Gott, manchmal könnte ich mich echt aufregen. Ja! Sehr gut! Der war ganz schön klein. Go to hell! Sehr gut, Herzcontainer. Her damit! Ja! Ach, sehr gut. Das war ein fordernder Kampf. Wird bereit sein. Bei unserem Angriff wird ihm Hören und Sehen vergehen. Ach ja, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Meine Fähigkeit, Urbosas Zorn. Bist du bereit, sie zu empfangen? Ich hoffe, du bist stark genug dafür.
was uns zugestoßen ist. Du und die Prinzessin, ihr habt euch sicher Vorwürfe gemacht. Nein. Aber das alles musste so kommen. Gebt euch nicht die Schuld dafür. Bitte. Warum, ja, wobei, vielleicht ist die Königin von den Gerudos momentan gar nicht ihre Tochter. Naboru. In unseren alten Liedern wird sie als Weise der Gerudo besungen. Nach ihr wurdest du benannt, Naboris. Auch du bist ein stolzes Mitglied unseres Stammes. Die Verheerung Ganon. Es gibt Geschichten, die sagen, Ganon sei ursprünglich ein Gerudo gewesen. Deshalb müssen wir beide alles geben, um ihn aufzuhalten.
Alles klar. Schauen wir mal. Speichern wir vorher, weil eventuell lassen wir das auch da drinnen, so wie die Waffen des Goron. Je nachdem, was es ist. Schatzschild. Okay, und? Taste. Okay, jetzt muss er raus. Na gut. Moin, wir nehmen dich mit hier. So, jetzt sieht wenigstens alles so aus, als wäre es von hier. Was zückst du denn deine Waffe? Hä? Glaubst du etwa, du hättest eine Chance gegen mich? Ja, ich würde mich auch freuen, vor allen Dingen, wenn du als Königin einfach mal sagst, komm her, der Boy darf hier rein. Aber na gut. So, voilà. Können wir auch endlich unser Dings anziehen hier. Und ja, war nett mit euch. Ja, wir sind schon fertig, weil wir wollten uns ja hauptsächlich um den Boss kümmern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es so war. Wir werden demnächst weitermachen, indem wir einfach mal nach dem Liebesbrunnen suchen, so wie wir uns das vor ein paar Episoden vorgenommen haben. Und dann einfach mal nach den verlorenen Wald. Da soll ja das Bannschwert liegen und da wohnen ja auch diese komischen... ich habe vergessen, wie sie heißen. Crocs, glaube ich. Und ich wollte gerne unsere Waffentasche noch ein wenig vergrößern lassen. Aber gut. Das dann in der nächsten Episode oder in den nächsten, je nachdem wie erfolgreich wir sind. Abonniert mich, wenn ihr mehr von mir sehen wollt und danke fürs Zuschauen.